Wenn du das erste Mal in deinem Leben einen Businessplan erstellen willst oder erstellen musst, dann ist die Frage natürlich, stellst du ihn alleine oder ziehst du professionelle Berater hinzu? Aber die kosten in der Regel Geld, denn die haben viel Zeit im Leben dafür investiert, dass sie deine Fragen beantworten können und dir mit entsprechenden Vorlagen und Erfahrungswerten dabei Seite stehen. Und darum geht es in diesem Video, was kostet es tatsächlich, wenn du einen Businessplan erstellen willst? Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Unternehmer und Berater, sondern war auch mal Gründer. Und auch ich habe einmal einen Businessplan erstellt, bei der Bank eingereicht und eine Ablehnung bekommen. Daraus habe ich gelernt, um es beim nächsten Mal besser zu machen. Und seit über 20 Jahren helfen wir nun bundesweit dabei, Menschen entsprechende Businesspläne, Finanzpläne, Anträge zu stellen, damit sie nicht nur für sich und ihre Reise gut vorbereitet sind, sondern um andere Menschen zu überzeugen, ihnen auch Finanzierungsmittel zu geben. Und das können durch Banken sein, Fördermittelgeber sein, andere Geschäftspartner oder auch Investoren. Und da haben wir auch schon die erste Herausforderung zu lösen, nämlich die Frage, für wen soll überhaupt der Businessplan sein? Ist der Businessplan nur für dich ganz alleine? Nun, dann gilt es einige Dinge, Formvoraussetzungen, Vollständigkeit der Anhänge erstmal nicht zu betrachten. Willst du aber beispielsweise den Plan schreiben für die Agentur für Arbeit, um Gründungszuschuss zu beantragen, so muss dieser Plan vollständig sein. Zwar fast so vollständig schon wie bei einer Hausbank, aber einige Sachen kannst du weglassen. Bist du allerdings ALG-2-Empfänger und willst auch Leistung zur Einnehmung von Selbstständigen, also für Zuschüsse und Einstiegsgeld haben, dann gilt es, diesen Businessplan noch etwas genauer abzubilden, noch mehr Anhänge, noch mehr Voraussetzungen zu erfüllen. Und richtig komplex wird es dann, wenn es zur Hausbank geht, weil die Hausbank arbeitet mit fremdem Geld und ist verantwortungspflichtig und muss darauf achten, dass entsprechende Prüfungen auch durchgeführt worden sind. Denn gerade wenn du neu gründest, gibt es keine Vergangenheit, also muss die Zukunftsplanung und dein Businessplan noch genauer geprüft werden und auch letztendlich überzeugend sein. Und noch genauer wirst du dann sein, wenn du zu Förderinstituten gehst, denn das sind letztendlich auch Steuergelder, die wieder umverteilt werden. Also hier muss letztendlich das Förderinstitut auch überprüfen, ob der politische Wille hinter dem Förderprogramm tatsächlich auch eingehalten wird. Und wenn es dann sogar zu Investoren gibt, die mit Risikokapital dann tatsächlich auch wissen, dass ein Totalverlust möglich ist, die gucken natürlich noch genauer hinter die Kulissen und wollen von dir alles wissen. Nicht nur, was du machen willst, sondern noch genauer, wer du bist und ob du überhaupt eine Persönlichkeit bist, die dieses Vorhaben stemmen kann. Und die blauen Zahlen, die du jetzt hier siehst, das sind nicht die Stunden, die du brauchst, um den Businessplan, den Finanzplan und alle Anhänge und Anträge zu fertigen, sondern das sind die Stunden, die wir als Unternehmen in der Regel brauchen, um dich dabei zu unterstützen. Und wenn du einen Plan für dich selbst machst, dann schauen wir dort drüber, geben dir entsprechende Hinweise, was geändert werden muss, was noch fehlt, was du prüfen oder recherchieren musst. Und diese Beratung dauert ca. 5 bis 10 Stunden. Geht es allerdings schon zum Arbeitsamt, um Gründungszuschuss zu beantragen, da muss dieser Antrag wirklich vollständig sein, plausibel sein und auch den Fördermittelrichtlinien des Arbeitsamtes auch entsprechen. Und du brauchst abschließend noch eine fachkundige Stellungnahme. Deshalb kann es gerne mal 10 bis 20 Stunden dauern. Und geht es schließlich zum Jobcenter, dann ist es schon ein wenig mehr an Aufwand für uns, weil wir letztendlich nicht nur den Businessplan, Finanzplan überprüfen müssen und mit dir gemeinsam optimieren, sondern es gilt noch einige andere Schritte zu gehen. Zum Beispiel muss man dann auch zur Bank gehen, um eine Ablehnung zu bekommen. Zum Beispiel will dann häufig auch der Sachbearbeiter vom Jobcenter eine Überprüfung deiner Unternehmensperson haben, ob du alle entsprechenden Qualifikationen mitbringst. Und da kann es schon mal gerne 10 oder 30 Stunden dauern, häufig aber sogar bis 50, 60, 70, 80 Stunden, wenn weitere Voraussetzungen geprüft werden sollen oder vermittelt werden, wie zum Beispiel Finanzbuchhaltung, steuerliche Anmeldung oder Marketing. Und die unterschiedlichen Zahlen, auch wie hier bei der Hausbank 15 bis 30 Stunden, das hängt immer davon ab, erstens, was hast du schon fertig? Und zweitens, wie viel erstellst du selbst? Wenn wir mit dir gemeinsam die Liquiditätsplanung anpassen, optimieren, dann wird es natürlich mehr Stunden kosten, als wenn das schon fertig ist und wir nur noch überprüfen auf Plausibilität. Und letztendlich entscheidest du auch, ob du dich auch auf das Bankgespräch vorbereiten möchtest, dass wir die Vollständigkeit der Unterlagen prüfen und mit dir gemeinsam ein Bankassessment-Gespräch durchführen und auch das auswerten. Und bei den Antragstellungen bei den Fördermittelinstituten gilt das Gleiche, denn hier gilt es, die Richtlinie zu recherchieren und festzustellen, ob du überhaupt antragsberechtigt bist, welche Mittel du wofür beantragen kannst, wie das
Formularwesen ist und vor allen Dingen auch, wie das Berichtswesen ist, nachdem du die Mittel erhalten hast. Deshalb kann es hier schnell mal auf 15 bis 50 Stunden hochgehen. Denn wenn du ein Förderprogramm, eine Bewilligung bekommst über 3 Jahre, dann gilt es auch über 3 Jahre, ein Berichtswesen, ein Reporting aufzusetzen, damit du die Mittel auch tatsächlich behalten kannst. Und der Investor will weniger einen vollständigen Businessplan-Text haben. Er will zwar wissen, wer du bist und was du alles mitbringst, aber er will vielmehr wissen, wie der Finanzplan ganz genau aussieht, wie viele Finanzierungsrunden vorgeplant sind. Er will ein Pitch-Deck sehen. Er will aber auch vor allen Dingen wissen, gibt es ein fertiges Produkt? Ist das schon überprüft? Ist Product-Market-Fit erreicht? Oder gibt es ein Minimum-Available-Product? Oder hast du vielleicht schon Umsätze erzielt und darauf Prognosen aufgebaut? Hier gilt es, dich dann auch mit einem Pitch-Deck vorzubereiten und das Pitchen, also das Vortragen deines Pitch-Decks innerhalb weniger Minuten, 7 bis 10 Minuten, auch zu trainieren, auch zu üben, damit du den Investoren auch überzeugst. Und diese Anzahl der Stunden, die gilt es dann noch zu multiplizieren mit dem Stundensatz des Beraters oder des Beratungsunternehmens. Und der geht in der Regel von 0 bis 250 Euro, also als Ausgabe für dich. Und wie hängt das zusammen? Nun, es gibt Förderprogramme, gerade für die unteren Bereiche, wo bis zu 100% von bis zu 80 Beratungsstunden übernommen werden können. Und solltest du die Option auf eine 100%ige Förderung nicht bekommen, dann hast du halt Stundensätze zwischen 100 bis 250 Euro. Diese Stundensätze, diese hohen, die gelten aber dann für Unternehmen, die schon am Markt sind. Aber auch hierfür gibt es wiederum auch Förderprogramme, die davon entweder die Hälfte übernehmen oder sogar bis 90%. Entscheidend hierbei ist, ob du die Fördervoraussetzungen erfüllst, entscheidend hierbei ist, ob auch der Berater, den du ausgewählt hast, auch die entsprechenden Fördervoraussetzungen erfüllt, sprich also eine Zertifizierung, ein Qualitätsmanagement hat und die entsprechende Zulassung bei entsprechenden Förderprogrammen. Wie du also sehen kannst, ist hier die Kostenplanung auch unterschiedlich, genauso wie jemand ein Haus baut. Der eine will mit Pool, der andere ohne, der nächste mit Garage, der nächste ohne. Das heißt, du entscheidest, was du brauchst, für wen du es brauchst. Du entscheidest, was schon fertig ist, was noch fehlt und du entscheidest auch, wie viel Prozent du selbst machst und wie viel Prozent mit dem Berater gemeinsam gemacht werden sollen. Und du entscheidest auch, ob du Förderprogramme nutzen willst und die entsprechenden Voraussetzungen erfüllst. Von daher wünsche ich dir nun viel Erfolg bei der Suche des passenden Beraters und wir stehen natürlich bundesweit zur Verfügung, denn wir sind zertifiziert, haben ein QM-Management zu laufen und zugelassen bei Förderprogrammen, sodass bis zu 100% der Kosten auch förderfähig sind, aber häufig auch mindestens die Hälfte. Und von daher nutze jetzt unser kostenfreies Erstgespräch, den Link findest du unter dem Film und like gerne das Video, abonniere den Kanal und ich wünsche dir viel Erfolg, deinen Businessplan zu erstellen und denk dran, das ist deine persönliche unternehmerische Zielsetzung und die ist genauso wichtig wie der Kursplan eines Kapitäns, der von Hafen A zum Hafen B will. Und da willst du sehr wahrscheinlich hin, dein Ziel zu erreichen und wir von der X-Group helfen dir gerne dabei.